Spionageverdacht gegen einen pensionierten Oberst des österreichischen Bundesheeres. 20 Jahre lang soll dieser für Russland spioniert haben. Nach Angaben des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz werde der Mann verdächtigt, in den 90ern die Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten aufgenommen und bis 2018 aufrechterhalten zu haben. Der Hinweis auf den Mann sei von einem ausländischen Dienst gekommen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte Medienberichten zufolge, dass er von den Informationen unangenehm überrascht worden sei. Der Vorwurf belastet die sonst so freundschaftlichen Beziehungen von Russland und Österreich. Die österreichische Außenministerin Karin Kneißl berief nun den russischen Geschäftsträger ein. Moskau hat seinerseits den österreichischen Botschafter einbestellt. Ein Mitglied des russischen Verteidigungsausschusses im Föderationsrat fordert Österreich auf, mehr Informationen offenzulegen. Es gebe auch die Möglichkeit, dass der Spionagevorwurf eine Falschinformation sei.